Moin moin Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. So, heute soll es weiter mit unserer Mini-Küchen-Aquaponik-Anlage gehen. Ich habe hier schon einmal Wasser reingefüllt, den Filter reingeschmissen, dass sich die Filtermatten schon mal schön mit Wasser vollsaugen. Hier beim Wasser habe ich jetzt schon mal ein bisschen geschummelt. Da habe ich zwei Eimer mit von den Tilapien hier mit reingeschüttet. Also circa ein Drittel ist schon Wasser, wo schon ein bisschen Nährstoffe drin sind. Werde ich halt noch mal messen, dass wir noch wissen, was wir quasi hier als Start haben. So, heute geht es darum, einmal die ganze Technik zu installieren. Und dafür hole ich euch mal ein bisschen näher ran. Und hier haben wir unser Pflanzenbeet, hier habe ich mal ein bisschen vorgearbeitet. Hier soll nachher unser Schlauch rein, wo das Wasser reinkommt. Also von der Pumpe in das Pflanzenbeet rein. Und hier ist dann quasi der Überlauf, da läuft das Wasser wieder zurück. Der Einlauf ist halt ein Stück höher als der Überlauf, damit das Wasser halt hier zwischen nicht wieder zurückläuft. Falls aber mal diese Löcher sich zusetzen sollten mit Wurzeln oder so, hätten wir hier quasi noch einen Notüberlauf, weil der Schlauch, der dann hier reinkommt, der ist halt nicht hundertprozentig dicht, da kann das Wasser noch dran vorbeilaufen, läuft das Wasser wieder zurück ins Becken und läuft halt nicht oben drüber. So war mein Hintergedanke, deswegen wurde der Schlauch hier auch nur reingelegt, einmal mit dem Kabelbinder fixiert. So hier drinnen, was man hier von oben sieht, das ist eine Lampe, damit die Fische auch ein bisschen Licht haben. Und der nächste Schritt ist halt jetzt einmal den Pumpenschlauch hier durchführen und dann da einsetzen. So, dafür machen wir mal Strom weg. So sieht übrigens die Pumpe aus. Die Winkel habe ich hier mit einem Feuerzeug angeschmolzen, zugedrückt, dass wir jetzt wirklich Winkel haben und keine T-Stücke mehr. So, dann einmal der Schlauch hier oben rein. Hier einmal mit dem Kabelbinder fixiert. Und dann kann das gute Stück hier schon einmal hineingesetzt werden. Machen wir einmal wieder alles an. Und wie man sieht, da oben läuft es jetzt rein und läuft dann da über unseren Überlauf wieder ab. Und die Köpfe stehen dann nachher quasi so weit im Wasser. Das ist so ein Zentimeter. Und so sieht es von hier oben aus. Man sieht, in der letzten Töpfe unten steht so ein bisschen Wasser drin. Und hier unten kommt das Wasser wieder zurück. Ich habe gedacht, dass der Schlauch quasi da ja auch noch lang muss. Dass da jetzt nur so eine kleine Einsparung oder Aussparung eigentlich hin müsste. Hier habe ich noch ein bisschen Austernschalen aufgefüllt und in einen Stein reingepackt. Den Stein hatte ich erstmal dafür gedacht, dass ich den Filter noch fixieren kann. Aber ich jetzt mal, lasse ihn jetzt einfach hier so mittig im Raum stehen, so wie er jetzt ist. Kann man dann leider nicht ändern. So, aber das mit dem Schlauch, das stört mich noch, dass der da so abgequetscht wird. Das ändern wir nochmal eben ab. So sieht das jetzt aus. Ich habe einmal so eine Einsparung gemacht, passt der Winkel da genau rein. Und so sieht das mal aus. So, damit ich noch mehr schummeln kann und die Fische eher einsetzen kann. Normalerweise sollte man so ein System, was man so halt zur Aquaristik immer hört, 4 bis 6 Wochen einfahren, dass sich die Biologie entwickelt. Was man auch noch machen könnte mit Stickstoff, quasi jetzt Fische simulieren, dass Fische im Wasser sind, zum Beispiel über Harnstoff. Da muss man aber vorher das ganze Wasser nochmal rausnehmen, und so könnte man halt jetzt den Filter einfahren. Ich habe es ein bisschen anders. Ich habe mir einmal von den Tilapien Helix geklaut. Das ist schon besiedelt. Ich denke, man kann das sehen. Das ist halt schon ein bisschen braun und wenn man dran riecht, das riecht auch so schön schon nach Filter. Und solange hier oben noch keine großen Wurzeln drin sind, schüttel ich das hier oben mit rein. Und wie ich sehe, da passt sogar noch mehr rein. Dann werde ich mir gleich noch mehr klauen. Und so kann man halt schneller das Becken in Farbe bringen. Ich habe schon eingefahrenes Wasser, also haben wir Nährstoffe. Und jetzt kommt dann einfach die Biologie auch schon mit rein. So können sie unten die Filterstämme, dort die Biologie, einfach viel schneller, besser entwickeln. Und man kann schon eher Fische reinsetzen. So werde ich jetzt dann jedenfalls 2-3 Tage warten. Und dann können schon die ersten Tilapia rein. So, dann haben wir mal einen Schwung Helix geholt.
Und das soll diesmal dicke reichen. Hier oben müssen ja die Netztöpfe jetzt auch noch mit reinpassen. So, dann brauchen wir hier noch einmal die Heizung, die muss noch mit rein. Und den Sauerstoffausströmer. Und dann ist das Becken eigentlich soweit fertig. Heizung an. Und Wasser an. So, leider sieht man jetzt noch die Hobelschiene hier ein bisschen rumschwimmen. Die werde ich gleich nochmal abkeschern, denke ich. So, man sieht hier noch so ein bisschen Trübung drin. Das kommt von den Austernschalen, die ich damit habe reingeschüttet. Die habe ich vorher zwar ein bisschen ausgespült, aber das hat nicht gereicht. Da kann man gleich mal gucken, was der Filter so an Leistung bringt. Und das werde ich jetzt, denke ich, mal so 2-3 Tage laufen lassen. Und dann können schon die Fische und die Pflanzen einziehen, beziehungsweise die Samen. Aber dazu dann mehr im nächsten Video. Dann würde ich sagen, lassen wir sie so weiterlaufen, warten 2-3 Tage und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video, wie die Fische und wie die Pflanzen einziehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich immer freuen, wenn ihr einen Daumen da lassen würdet. Abonniert doch gerne auch den Kanal. Sobald das nächste Video rauskommt mit unseren Fischen und den Pflanzen, kriegt ihr dann gleich eine Benachrichtigung, wenn ihr die Glocke aktiviert habt. Und seid immer auf dem laufenden Stand, wie das hier weitergeht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss!